Die nächste Frage stellt der Abgeordnete Klaus Mintrup. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin, Frau Bundeskanzlerin. Das Kabinett hatte am 12. Mai beschlossen, die Mehrkosten durch die Bepreisung von Erdgas und Öl, also die CO2-Mehrkosten, dass sie zu 50% aufgeteilt werden auf die Mieterinnen und die Vermieter. Und Ihre Fraktion blockiert nun diese Initiative. Und das ist aus unserer Sicht sehr problematisch, weil die Mieterinnen und Mieter können ja zum Beispiel keine Solaranlagen bauen oder keine Wärmepumpen einbauen. Sie können also auf diesen Preis nicht angemessen reagieren. Deswegen möchte ich Sie fragen, halten Sie diese beschlossene Aufteilung im Bundeskabinett weiterhin für richtig? Also diese Aufteilung, zu der haben wir uns im Bundeskabinett entschieden, weil wir wissen, dass oder wussten, dass wir keine ideale Lösung in der Kürze der Zeit hinbekommen. Denn es ist unbestritten, dass natürlich auch der Mieter einen Einfluss auf seine Warmmietkosten, wenn ich das mal so sagen darf, nehmen kann, dass er es aber nicht alleine kann, sondern dass der Vermieter auch ein hohes Maß an Verantwortung trägt. Stelle man sich, man hat ja im Grunde zwei Extremzustände, der Vermieter, der nach den neuesten Standards sein Haus saniert und gemacht hat und getan hat, dort müssen Mechanismen gefunden, der vielleicht auch Unterstützung bekommen hat beim Sanieren des Hauses, da müssen Mechanismen gefunden werden, wie wir kompensieren, und das sagt die Union auch in ihrem Wahlprogramm, in ihrem Regierungsprogramm, wie wir das kompensieren, den Anstieg der Mietkosten. Dann dem Vermieter die Hälfte zu geben, ist in diesem Extremfall nicht ideal, weil er alles getan hat. Auf der anderen Seite gibt es Vermieter, die tun nichts an ihren Häusern, und dann soll der Mieter alles übernehmen, auch nicht ideal. Das heißt, im Idealfall müsste man die Häuser einteilen nach ihren Kategorien und das dann jeweils unterschiedlich aufteilen. Das haben wir in der Kürze der Zeit nicht geschafft. Deshalb müssen andere Mechanismen gefunden werden bei der Bepreisung, um die Miete nicht steigen zu lassen für klimaschutzverantwortliche Mieter. Ihre Nachfrage. Ja, Frau Bundeskanzlerin, unser Ziel ist es ja, glaube ich, gemeinsam das Klima zu schützen. Und das heißt also nicht das Ziel, Einnahmen aus der CO2-Bepreisung zu haben, sondern durch Investitionen in den Klimaschutz, erneuerbare Energien dafür zu sorgen, dass die Mieterinnen und Mieter klimaneutral leben können und dass diese entsprechenden Investitionen stattfinden. Weil am Ende wollen wir doch die Klimaneutralität. Ja. Das ist doch unser gemeinsames Ziel. Und dann kann es doch nur in Richtung erneuerbare Energien gehen. Und das Signal, was Sie jetzt senden, ist aus meiner Sicht tatsächlich damit nicht nachvollziehbar. Und warum haben Sie sich denn nicht damit durchgesetzt mit dem, was Sie im Kabinett beschlossen haben? Das wäre ein erster Schritt gewesen. Und wir hätten das im Parlament ja sicherlich dann auch verbessern können. Sie haben ja übrigens gerade den Vorschlag der DENA hier zitiert. Also warum ist das dann stehen geblieben? Und warum ist Ihre Fraktion nicht Ihrer Haltung gefolgt? Also ich sage nochmal, weil das etwas längeren Vorbereitungszeitraum braucht, wenn man ganz spezifische Regeln finden will. Wir haben ja gemeinsam die EEG-Umlage zum Beispiel gedeckelt. Damit sinken die Stromkosten für Mieter heute schon. Aber natürlich nicht so stark, wie die Bepreisung jetzt zum Beispiel bei einer nicht elektrischen Heizung ist. Das ist auch richtig. Und deshalb müssen andere kompensatorische Mechanismen gefunden werden. Und die wird auch die Union vorschlagen, wenn es dann zu weiteren Preiserhöhungen bei der Bepreisung kommt.